Mich würde einfach euer Support freuen. Warum? Warum ist mein Wecker gerade angegangen? What the fuck? Nee, nein. Willkommen zu einer Runde nach Minds Bed Wars. Ihr hört schon an meine Stimme. Ich bin nicht heiser oder erkältet oder ich verstell meine Stimme nicht, nichts anderes. Wir haben gerade früh in der Früh. Und ja, Leute, heute geht es um das Thema, dass ich jetzt einen neuen Bettabbau-Sound habe. Und zwar nicht per Texture Pack Gated, sondern per Revi Shop. Und das ist echt, also der ist so lit, ihr seht es jetzt. Und ohne Scheiß, Leute, das ist so ein geiler Bettabbau-Sound. Ich keine Ahnung, wie ich es beschreiben soll. Auf jeden Fall, das hat man, wenn man alle Perks kauft. Und das ist übel der geheime Bettabbau-Sound und irgendwie kennt den keiner. Deswegen wollte ich ihn euch einfach mal vorstellen. Also Leute, wenn ihr auch so einen Bettabbau-Perk wollt wie ich, dann kauft euch einfach mal alle Perks. Das sind 180k Coins. Ich würde mal schätzen, um die 300 Spielstunden braucht man da bestimmt oder 200. Aber Leute, es lohnt sich einfach heftig. Und ja, mal wieder das Villa Ranger V9 Pack, weil es mir einfach heftig gefällt. Also ohne Scheiß, Leute, wenn ihr ein geiles Pack sucht, was simpel ist, dann einfach das Villa Ranger V9 Pack euch mal gönnen. Das ist einfach sehr empfehlenswert und macht Spaß damit zu spielen. So, bauen wir nochmal rüber. So, und sonst habe ich auch nichts als Thema anzusprechen, sag ich mal. Ihr seht halt dieses heftige Bettabbau Soundperk, sag ich mal. Ich habe jetzt halt dafür das Level Up, also dieses Standard Bettabbau Geräusch, aber dafür hat man einfach diesen scheiß Blitz und Regen und Donner und Nacht. Und das ist einfach, Leute, also wer das nicht feiert, der hat irgendwie was gesoffen, kann das sein? Also ich finde das einfach heftig, Leute. Und will ich jetzt mal eben schauen, Orange ist da und der Stevie wartet da jetzt. Und da unten ist jetzt einer, das feiere ich nicht so. Weil ich mir irgendwann undercover Sachen kaufen und der Typ hat mich sogar in Ruhe gelassen. Ich wurde eben von circa 4 Leuten erkannt. Alles klar, Leute, ihr wisst Bescheid, ich habe bald vielleicht noch Premium Plus, würde mich auf jeden Fall übel heftig freuen, weil das einfach so ein Rang ist, den habe ich mir schon immer gewünscht auf Revi und Nick Richter zu haben, ist schon was Besonderes, vor allem kann man ja auch dadurch mal ein bisschen zeigen, dass man auch mal was erreicht hat, so mit YouTube, weil das ist so ein Meilenstein, den man bis auf die Abonnentenmeilensteine echt gerne mal erreicht und das ist allermanns YouTube-Traum, könnte man sagen. Wir haben ja schon... Wer mir noch nicht auf Twitter folgt, kann es gerne tun. Feuerstein YouTube halt auf Twitter. Dann bleibt ihr alle auf dem neuesten Stand der Dinge. Und ja, Leute, ich werde öfter mal streamen in den Ferien. Das ist in einem Monat bei mir, also kurz vor Weihnachten. Und der Typ fragt nach Screen. Ihr hört gerade im Hintergrund vielleicht meine Katze. Deswegen habe ich vorhin auch im Pre-Intro wahrscheinlich irgendwie reingeschnitten, wie ich den weggerufen habe. Einfach, weil mir nichts eingefallen ist fürs Pre-Intro. Passt auch, Leute. So, und jetzt würde ich einfach wissen, gerne, wo der ist. Ja, weil irgendwie habe ich jetzt keinen Bock, so lange zu suchen. So, wir machen auch Screen nach der Runde. Bald bekomme ich einen übel heftigen Banner von Razik oder Razik, wie ihn auch kennt. Yep. Und... ja, Leute, auf jeden Fall wird es echt heftig. Also momentan passen meine Designs nicht so gut zueinander. Hinter dir. Oh, fuck, so. So. Wie gesagt, also es gibt jetzt bestimmt ein paar Leute, die denken sich so, oh mein Gott, hä? Du hörst dich total anders an. Das ist, weil ich gerade aufgestanden bin und ich dann... mich ein bisschen komisch anhöre, sag ich mal. Und das ist so mein... Nein. Leute, nee. Er gibt mir Blöcke, alles klar, Leute. Komm, spring runter. Trau dich, Mensch. Jetzt macht er dann so eine Plattform. Jetzt weiß ich nicht ganz genau, was daraus wird.
Auf jeden Fall würde ich echt mal gerne wissen, wollt ihr diesen Better Power Sound immer in meinen Videos sehen oder findet ihr das so richtig wack und denkt euch so, ach Mann, ey, warum muss das denn jeder benutzen, der das auf einmal hat? Also ich weiß auf jeden Fall aus eigener Erfahrung und aus Nachbefragungen her, dass das halt nicht viele haben. Das Perk ist auch was Besonderes und zeichnet ja auch ein bisschen oder zeigt so ein bisschen, dass man eben auch was erreicht hat in der BW-Szene, sage ich mal, und das ist ja auch ziemlich viel zu suchten, sage ich mal. 4 Kills, 5 Betten, richtig heftig, auf Miniland vor allem. Jetzt nochmal Grüße an Hits Like Mini, Emma Joe und an den How to Bed Wars FNA 2. Sonst würde ich einfach sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein und lasst natürlich auch ein Like da, wenn euch das Video gefallen hat. Mich würde einfach euer Support freuen. Warum ist mein Wecker gerade angegangen? What the fuck? Okay, wir sehen uns beim nächsten Mal. Rein und ciao.